Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zum neuen Video auf meinem Kanal. Wir schauen uns heute hier die Mbappé SBC an, ob die sich lohnt oder ob die sich nicht lohnt. Schreibt auch gerne eure Meinung in die Kommentare, Freunde. Wenn es euch natürlich gefällt, sehr, sehr gerne Daumen hoch geben. Wenn ihr hier nichts mehr verpassen wollt, lasst sehr, sehr gerne ein Abo da. Und dann würde ich sagen, starten wir rein. Ist heute wieder ein relativ kurzes 19 Uhr Video. Wir haben den guten Mbappé bekommen. Muss sagen, sehr, sehr teuer, ne? Also, ja. Obwohl, es geht eigentlich. 2 Millionen kostet der gute Mann. 94er Karte bekommen. Wir schauen uns auch noch gleich seine anderen Karten an. Ihr müsst hier 11 Teams abgeben, was schon sehr, sehr viel ist, muss man sagen. Also, du musst hier ein 84er Team abgeben und dann bis 89er jedes Rating 2 Mal. Also heißt 85er, 86er, 87er, 88er und 89er jeweils 2 Mal. Ist schon sehr, sehr viel. Und noch eine Ladung Informs. Also, ich habe es ungefähr so gerechnet, 2 Millionen ungefähr kostet er aktuell. Kann natürlich auch sein, wenn die Preise ein bisschen hochgehen, dass er bei 2,1, 2,2 liegt. Aber ungefähr 2 Millionen kostet diese Karte aktuell. Und wir schauen uns diese Karte natürlich, vergleichen die gleich auf Footbin noch. Die hat hoch, gering, was natürlich sehr, sehr nice ist. 5 Sterne Spezialbewegungen, 4 Sterne Weakfoot, wie eh jeder Mbappé. Und man muss sagen, Antritt hat er und Sprintgeschwindigkeit hat er bei fast allen Karten mittlerweile 99. Schuss ist mit 91 sehr, sehr stabil auf jeden Fall. Passen ist ausbaufähig, langer Pass 76. Ist auf jeden Fall keine schlechte Karte. Tripling ist sehr, sehr stark. Ausdauer 96 auch sehr, sehr geil. Also man muss sagen, gute Karte. Man sollte allerdings auch nicht vergessen, in anderthalb Monaten ungefähr ist das League All Tots da. Falls jemand sagt, okay, er möchte zu League All Tots vielleicht eine Ladung Packs ballern, dass man da den Mbappé vielleicht dann auch zieht. Deswegen bedenkt das. Ne? Wir haben auch heute Nkunku bekommen, aber ich denke, der ist relativ uninteressant. Der hatte schon so viele POTMs, kostet 300.000. Kurze Meinung zu dem, Preis ist okay. Wer Bock drauf hat, kann sich den gönnen. Aber der hatte schon so viele Karten, deswegen werde ich den jetzt hier gar nicht lange beachten. Und wir gehen nämlich kurz zu Footbin rüber. Da zeige ich euch noch die Preise vom Mbappé. Vergleichen wir ein bisschen die Werte. Ja, Freunde, und hier haben wir den guten Mbappé am Start. Hier sind also natürlich seine Werte. Und man muss sagen, wir sehen natürlich sein Totti. Ne? Wir können ja mal auf so einen Totti drauf gehen. Der kostet 5 Millionen, hat sich nicht viel getan. Ist ein bisschen gefallen, aber ja, nicht wirklich viel. Gucken wir uns natürlich die ganzen Kanäle. Ich würde sagen, ja, man kann ihn eigentlich, wie kann man ihn mit dem Headliner vergleichen? Ja, der Headliner ist minimal besser nur, also ja, ein Schuss mehr, zwei Passen mehr, dafür zahlt man 2 Millionen halt tradable mehr. Welche Karte würde ich euch allerdings empfehlen? Ich würde euch, glaube ich, die hier oder sogar die empfehlen. Man muss sagen, klar, 4 Passen ist schon einiges, aber schaut euch das an, das ist minimaler Unterschied und ihr kriegt diese Karte dafür tradable für 1,8. Ne? Und der war natürlich vorher deutlich teurer. Deswegen, ich würde euch die SBC wahrscheinlich nicht empfehlen. Und wenn ihr sagt, oh, ihr habt so viele Coins, dass ihr sagt, ihr habt nur 1,3 Millionen und ein bisschen was untrade und ihr könntet die SBC machen, aber ihr könnt euch den 93er nicht leisten, dann würde ich auch den hier kaufen. Dann würde ich den hier kaufen für 1,1, was auch sehr, ihr seht, dass der sehr, sehr gut gedroppt, 1,1. Also ich würde die lieber kaufen, wie die SBC zu machen. Das ist meine persönliche Meinung zu der Mbappé SBC. Ich finde 2 Millionen Coins ist eine Stange Geld, die du einfach wegwirfst. Die bekommst du nicht wieder, die Karte hier oder auch die 93er Karte könntet ihr wieder verkaufen. Das ist meine Empfehlung, Freunde, für das heutige Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir sehr gerne einen Daumen nach oben. Schreibt gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Haut rein. Ciao, ciao.